Ja, hallo und willkommen zurück. Ich suche noch ein bisschen Ton. Wir haben letztes Mal den königlichen Käfer da erschlagen. Dann gucken wir mal. Ja, irgendwo ein bisschen was, wo wir leicht rankommen. Wo ich nicht noch 10 Viecher erschlagen muss. Nö, da ist noch ein Viech. Da ist noch was. In meiner Hütte ist noch was. Oh, ein Gecko. Komm her, mein Freund. Noch irgendwas? Nö. Tölpel, komm her, hier mal. Ich habe gerade gar keine Lust auf dich. Aber wir könnten ja eigentlich schon mal einen Trank ausrüsten. Noch ein. Muss ich ihn jetzt eigentlich abholen von zu Hause? Na komm her, mein Freund. Ja. Komm, wir treten die Heimreise an. Einfach, weil es geht. Wir Taschen voller Sachen haben. Tschüss, mein Tölpel. Tschüss. Ja. Feuerstein holen und sowas und Rinde holen, das ist absolut gar kein Problem. Da ist noch eine Wespe. Du musst eine Wespe sein. Das ist gar kein Problem. Ich umgehen wir einfach. Denn ich habe einen Offroad-Vieh. Da ich gerade keine Lust habe, mich mit allen anzulegen. Tschüss. Nö, nö. Spring in die Freiheit. Na. Ja. Tschüssi. Noch eine Libelle. Komm sie her, mein Freund. Das wird alles. Uff. Uff. Weg. Ich habe gerade keine Lust auf dich. Du bist nervig. Du nicht. Aber im Kontext jetzt, ja. Tschüss. Klettern wir hier hoch. Das ist eine Gecko-Höhle, okay. Nee, brauchen wir nicht. Jetzt muss ich irgendwie nur noch heile nach Hause kommen. Bin, glaube ich, hier hoch, ne? Ja, ja. Oh, ein brauner Käfer. Du bist ja kein Hindernis. Tschüss. Du musst ja irgendwie jetzt nach Süden. Nö, nö. Nö, nö. Keine Lust. Sieht der Weg ja schon wieder richtig gelohnt, würde ich sagen. Hier ist noch ein Feuerchen. Sprung. Hier ist eine fette Spinne. Müsste ich eigentlich alles erschlagen haben. Den Baumstamm müssen wir nehmen. Ich weiß es nur nicht. Also ich möchte gerne mal nach Hause einmal alles heile machen. Und dann den Schlüssel abgeben. Hat er wirklich schon alles gesehen hier? Ich meine, dass wir in die Ruine reinkommen. Das habe ich ja gesehen. Bestimmt alles voller Totenköpfe. Oh Gott. Ich bin gleich zu Hause.
Mein Bäumchen. Brung. Nee, ich glaube. Hier, genau. Stimmt, wir sind von oben runtergesprungen. Das war nicht so geil. Aber ich bin überlegen, ob ich dich nicht einfach hier stehen lasse. Mein Freund. Und dich dann einfach nur hochrufe. Geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Denn ich hab's. In der Königskäfer, Käfer, der gut Damage gemacht. So, kommen Sie her. So. Kommen Sie her. Ich muss einmal. Ruf den Kumpel hier einfach. Oh, schwer beschädigt. Der echt gut zugeschlagen, der Kumpel. Sollte da reinpassen. Ich möchte hinauf, ja, danke. Müsste jetzt irgendwo, da ist er. Gut. Okay. Was brauchen wir jetzt? Reptilienhaut, Seide, Stück Stoff. Zack. Mehr Stoff und Seide. Okay. Seide, Harz und Fasern. Harz und Fasern. Wie brauche ich denn jetzt noch, um das zu reparieren? Eins. Zwei Seide, ein Spinnenkopf und zwei Fasern. Gut. Gut, hätten wir das. Und ein Spinnenkopf. Haben wir hier einfach noch einen Spinnenkopf rumfliegen? Gut, ich habe echt gut auf die Nase bekommen. So, dann sortieren wir erstmal schön das Zeug ein. Zack. Hier kommt der Spinnenkopf rein. Reptilienhaut. Da kann ich viel Reptilienleder draus zimmern. Seide das. Ton. Mal überlegt, ich habe schon das, was ich eigentlich möchte. Den Schlüssel für die komische Truhe. Da schon reingelegt, habe ich da schon reingelegt. Zack. Das dahin, das dahin. Noch hier. Fasern.
Flügel, Knochen, die Dinger, die Zähne. Was war noch Schönes? Eigentlich nichts Wildbewegendes mehr. Dann werden wir uns gleich mal auf den Weg machen. Das Zeug abgeben. Mit Fett kann ich mich. Pilz habe ich noch etliches. Ich muss unbedingt noch Pfeile machen. Feuersteinpfeil. Der reicht ja nicht für das meiste aus. Wo kommst du denn her? Chitin? Nee, hier müsste Feuersteinpfeil. Feuersteinbeil, Speer. Feuersteinpfeil. Insektenpelz. Habe ich gar nicht mehr. Verschieben wir das auf später. Ja. So viele Kisten. Dann bewegen wir uns mal. Achso, sollten den Spawn setzen. Moment. Hier ist mein Dach ja immer noch heile. Das ist gut. Gut. Wie lange haben wir? Gleich Abend. Das sollten wir schaffen. Hier ist nichts groß Gefährliches. Ja. So, der Älteste. Da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe. Ich müsste ja eigentlich nach Nordosten. Dahin. Ah, ich muss hier den Baum rüber. Wen wollen die denn ärgern? Mich nicht. Jetzt gehen wir zum Ältesten. Das ist die Mission für heute. Wenn man überlegt, ne, wenn man ein bisschen geschickter kämpft, also ich bin nicht so der geschickteste Kämpfer hier, kann ich echt wirklich mal wirklich einen Boss Rush machen, ne? Jo. Meine Hütte steht hier nicht mehr, weil ich glaube ich abgerissen habe. Ja, ja, jetzt wird es dunkel. Ein Sturm zieht auf. Ich soll mich geschützt halten. Bin ich hier auf eine Hütte? Der müsste hier oben irgendwo sein. Nein. Dein Begleiter wurde freigelassen. Boah. Okay, dann können wir hier auch bis morgen schlafen. Kannst du nicht schlafen. Es ist noch nicht an der Tageszeit. Ich glaube, ich bin da schneller, wenn ich zu Fuß hinlaufe. Da war doch schon hier. Mhm. Da liegt der Schlüssel. Verdammte Axt. Und das zieht mal wieder ein Sturm auf. Mhm. Nee, Honig haben wir nicht mehr. Nee. Honig haben wir leider nicht mehr. Haben wir alles aufgebraucht. Naja, bleib geschützt. Habe ich hier noch irgendwas drin? Nö. Ich möchte doch einfach nur noch schlafen gehen. Sonst noch irgendwas?
Nö. Wie Schaden macht denn das Ding eigentlich? Ernteschaden durch Bohrschaden 8 bis 11, das ist nicht viel. Kann ich einfach das überbrücken? Jetzt. Na, steh auf. Muss ich da wohl oder über zu Fuß hin? Ich hab's zu den Wurzeln. Oh, ich was zu essen mitnehmen sollen. Die bin ich auch schnell genug da. Ich kann leider nicht gehen, nicht kämpfen. Ich bin gerade nicht equipped. Sonst möchte ich einfach blitten. Da muss ich drauf. So, mein Freund. Du hast ausgespielt. So. Ja, du bist weg. Ich will doch nur meinen Grabstein wieder haben. Da ist das ganze lustige Zeug drin. Ach, da ist die Hütte. Niemand mag dich. So. Darüber. Jetzt verpiss dich. Jetzt ist die Sache. Wo liegt mein Grabstein? Wo liegt der genau? Bin hier rüber gesprungen. Der auf der anderen Seite? Ey, das wäre natürlich jetzt echt mega günstig. Boah, ist ja gut jetzt. Hä? Wo ist mein Grabstein? Ist mein Grabstein. Ja, ist mein Grabstein jetzt komplett weg? Der wird mir da oben angezeigt. Hey. Bist du es? Ja. Mehr, mein Freund, ich muss zum Ältesten. Komm. Erstmal holen wir uns die Bad in die Wanne. So, jetzt greift mir erstmal nichts mehr an. Komm her, mein Ältester. Hier ist ja nichts weiter.
Hier müsste ich zum Ältesten kommen. Na komm. Weg. Hier. So. Ich glaube, ich muss hier hoch. So. Nee. Hä? War doch gar nicht so versteckt, der Älteste. Hä? Okay, ich war schon lange nicht mehr hier, aber... Der Älteste. Nee, der war ja nicht versteckt. Nee. Ah, hier. Eureka, ich habe einen Schlüssel gefunden. Genau, hier. Lass mich sehen. Das ist ja wirklich gut gemacht. Jetzt, wo die Sachen auf den Grund gehen, jetzt zeigt die Zeit. Hol das Exitier des Lebens aus der Truhe. Okay. Yay. Das Elixier des Lebens, bitte. Ja. Immer rein damit. Nu, habe ich die Welt gerettet. Seht ihr das auch? Ihr seht es doch auch, oder? Ich schicke dich nach Theodrik. Uralten Heiligtümern. Zerstörte Brücke. Seejungfernleckerei. Was kann ich denn damit machen? Oh Gott. Danke, Ältester. Vielen herzlichen Dank. Warte. Da muss ich hin. Gut. Jungfernleckerei. Kodex. Was ist eine Jungfernleckerei? Wo kann ich sie herstellen? Ja. Wie jede Seejungfer. Glühwürmchensaft. Ach du Heiland, wo kriege ich... Wo kriege ich das Zeug alles her? Okay. Wir werden jetzt erstmal... Ich will jetzt hier die Folge gleich beenden. Ich will das wieder nach. Kann ich hier irgendwas? Gut, hätte man die Truhe schon mal geöffnet. Gut. Dann werden wir uns auf ausrüsten und auf den Weg machen. Und mal gucken, ob wir das schaffen.
Komme ich hier oben rüber? Ich glaube nicht. Oh, ich brauche einen anderen Weg. Seejungfernleckerei. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Ja, das Feuer dürfte hier nicht mehr brennen. Beziehungsweise dürfte ja schon lange nicht mehr brennen. War ja schon Ewigkeit nicht mehr hier. Ist irgendwas drin? Ja. Nichts Wildes, aber ich beende hier die Folge und wir sehen uns das nächste Mal. Bis denn. Ciao.